Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 4. Ja, wir haben hier ein bisschen den Kampf verloren jetzt bei dem dritten Regiment. Johanna von Orleon ist hier und ist verletzt. Wir holen sie jetzt einfach mit den Speeren hier von hinten. Und versuchen mal, dass wir hier vielleicht... Ja, jetzt laufen unsere Truppen natürlich hier lang. Das wollte ich eigentlich nicht. Denn die werden wahrscheinlich hier über die Brücke gehen. So, Holzfäller können wir noch einige gebrauchen. Das kann auch ruhig ein bisschen schneller gehen. So, ein Gold- und Steinabbau können wir auch noch ein bisschen beschleunigen. So, rettet mal die Johanna von Orléans. Dann reitet mal zurück zur Stadt. Oh, hier können wir uns noch ein bisschen Gold holen. Na schön, die kommen jetzt hier oben raus. Die königlichen Ritter. So Leute, gebt euer Bestes. Schicken wir die Ritter da vielleicht auch noch mal rein. So. Okay, das sieht gut aus. Ich hoffe, das war's dann auch. Jetzt haben wir ziemlich gelitten mit unseren Truppen. Nach einer wilden Verfolgung und einem erbitterten Kampf vernichteten die Franzosen die verbliebenen Engländer und beendeten deren verzweifelten Rückzug. Nun konnte die siegreiche Johanna von Orléans Karl sicher zu seiner Krönung zum König von Frankreich nach Reims geleiten. Ja, sehr schön. Das haben wir doch ganz gut hinbekommen. Auch wenn in der letzten Schlacht wir so halbwegs abgemurkst wurden, aber wir hatten ja noch Truppen, die haben wir dann einfach dorthin geschickt und dann hat das auch geklappt. So, Johanna von Orléans und ihre Armee waren siegreich. Der Rückzug der Engländer wurde vereitelt und nun stand Karl der Weg zu seiner Krönung in Reims oder ja, wie auch immer, offen. Ihr wisst es. Die Schlacht von Patay war eine Katastrophe für die Engländer. Die Franzosen radierten ihre Bogenschützen aus und vertrieben ihre Streitkräfte aus dem Loiretal. Nun war für Johanna von Orléans und den Dauphin der Weg nach Reims frei. Die Jungfrau von Orléans ritt mit dem Dauphin durch die Straßen und war an seiner Seite, als er schließlich zu König Karl V. von Frankreich gekrönt wurde. Doch keine zwei Jahre später wurde Johanna im Gefecht gefangen genommen, an die Engländer verkauft und der Ketzerei angeklagt. Sechs Monate verbrachte sie in Erwartung ihres Schicksals im Kerker.
König Karl, der Johanna seine Krone verdankte, tat nichts, um ihr zur Freiheit zu verhelfen. Ihr Urteil lautete: schuldig. Am 30. Mai 1431 wurde Johanna von Orléans zum alten Marktplatz von Rouen geführt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sie war 19 Jahre alt. Doch was die Jungfrau von Orléans begonnen hatte, endete nicht mit ihr. Ihre Siege waren der Beginn einer Reihe von militärischen Erfolgen für die Franzosen. Die Befreiung kam in Reichweite. Unter der Führung der zwei Brüder Jean und Gaspard Bureau perfektionierten die französischen Truppen den Einsatz von Artillerie und wurden zu einer disziplinierten, modernen Streitmacht. 1448 war König Karl zu einem größeren Schlag gegen die Engländer bereit. Er schwor, die Normandie zurückzugewinnen. Die Rückeroberung der Normandie, 1437. Das Aufkommen von Schießpulverwaffen läutete eine neue Ära der Kriegsführung ein. Während die englische Armee noch auf Langbögen setzte, bot sich den Franzosen eine einzigartige Gelegenheit, sie zu bezwingen. Dank der Großmeister der Artillerie, den Bureau-Brüdern, hatte die Armee von König Karl VII. Bald Zugang zur modernsten Artillerie Europas. Während die Brüder ihre Waffen weiterentwickelten, arbeitete der König Pläne für deren Einsatz aus. Er würde die Normandie wieder unter französische Kontrolle bringen. Okay. Dann schauen wir doch mal. In der ersten Phase des königlichen Plans sollte den Bürobrüdern genug Zeit für die Perfektionierung ihrer Kanonen eingeräumt werden. Er beauftragte seine Armee damit, eine Operationsbasis zu sichern. Gehört uns. Da die Stadt unter französischer Kontrolle stand, konnten die Bürobrüder nun sowohl die Universität als auch ihre eigene Belagerungswerkstatt nutzen. Mit diesen Möglichkeiten zur Hand wollten sie alles über die jüngsten Innovationen zur Herstellung des wirksamsten Schießpulvers erlernen. Während die Armee auf ihre neuen Waffen wartete, beschützte sie die Stadt gegen englische Angriffe. Okay, wir bauen uns dann erstmal wieder in Ruhe auf. Haben wir noch eine Handelskammer. Und ich hatte entdeckt, hier gibt es einen Handelsposten. Ich weiß nicht, ob wir den erst entdecken müssen. Okay, dann kommen schon die ersten Truppen wieder. Ja, den Turm könnt ihr ruhig niederbrennen, der steht da so schlecht. Was?
Na gut, retten wir den nochmal. Kann ja nicht schaden, zu wissen, wann die Gegner kommen. So, Heilung wäre ganz cool. Dazu bauen wir hier einfach mal ein Kloster und bilden dann gleich einen Mönch aus. Dann können wir nämlich auch die heilige Stätte da unten besuchen und für uns einnehmen. Ja, noch ein bisschen für Verteidigung sorgen mit den Türmen. Ich weiß halt nicht, ob das uns im Endeffekt retten wird, aber besser als gar nichts. Ja, die Ausbildung der Reiter dauert wirklich lange, aber die sind auch super stark, also lohnt sich schon. Fest entschlossen, die Stadt zurückzuerobern, näherte sich eine Gruppe englischer Soldaten dem französischen Stützpunkt. So, kommen wir erstmal wieder rein. Das hat ja schon mal gut geklappt hier. So, und der Priester hier kann sich schon mal um die Heilung kümmern. So, und dann bilden wir noch einen aus. Der holt sich gleich die heilige Stätte hier unten. Ja, Leute. So, Nahrungsproduktion läuft gut. Das können wir nachher zum Handeln verwenden. Falls uns das Gold ausgehen sollte für unsere Reiter. Und Holz würde ich vielleicht nochmal ganz gerne auf 4 Dorfbewohner aufstocken. So. Dafür brauchen wir überall die Imperialzeit hier für solche Forschungen. Können wir auf jeden Fall errichten in diesem Zeitalter. Dient als Bergfried. Stellen wir die nochmal hier hin. So, du kannst mal hier runtergehen. Verbrechen sie auch schon durch. Lorsque
Das ist kein Problem, das bauen wir wieder zu. So, ich würde schon sehen, dass ich kontinuierlich hier auch weiter produziere. Das ist immer noch nicht ganz repariert. Jetzt ziehen wir mal einen ab und hier können wir noch mal verbessern. So schön, die sind wieder hochgeheilt. Wie sieht es denn überhaupt aus? Was haben wir denn da so? Wir können mal dazukommen. Mal einen kurzen Überblick verschaffen. So, zwei Speerkämpfer können wir auf jeden Fall nochmal ausbilden. Beziehungsweise. Die Brüder arbeiteten unermüdlich am Guss ihrer Geschützrohre. Es fehlte ihnen aber noch an Erkenntnissen im Bereich der Schießpulverchemie. Einheitenkostensenkung ist immer gut. Reduziert die Nachladezeit. Ist auch nicht verkehrt. Unsere Ritter können wir schon mal verbessern. Und es geht schon wieder weiter. So, zwei können sich wieder deren Holzsammeln widmen. Und die drei auch. Das ist aber auf 10, so wie es eigentlich sein sollte. Du hast fleißig repariert, du kannst Steine kloppen gehen und ihr beiden auch. So, und dann haben wir den einen hier noch, der repariert, der geht dann auch gleich Steine sammeln. Und dann haben wir es. So einen Stall hätte ich noch ganz gerne. So, den können wir noch verbessern hier. Und der muss noch zu Ende gebaut werden. So, was können wir denn hier noch erforschen? Erhöht die Trefferpunkte aller Gebäude, das ist schon mal gut. So, Chemie, ja, weiß ich, sollen wir erforschen, machen wir auch noch. Sobald wir alles andere erforscht haben. Wir wissen nämlich nicht, was ausgelöst wird, sobald wir das erforscht haben. So, Stein ist alle. Dann hack mal mit auf dem Gold rum hier. Gold brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben ja einiges noch zu erforschen. So, Häuser haben wir auch genug. Einheitenlimit liegt schon bei 200. So, und ich glaube, der ist hier ganz gut platziert. Dann deckt er hier so ein bisschen zumindest beide Seiten ab. Wie viel haben wir denn hier noch?
2700. Ist ja nicht sonderlich viel. Gut, Leute, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für diese Folge. Wir haben jetzt ganz gut hier unsere Wirtschaft und Armee aufgebaut. Zur Verteidigung wird es reichen. Und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Mission alles, in der nächsten Folge alles schaffen werden. Schaltet gerne wieder ein. Bis dahin.